Na, dann zeig mal her. Ah, den Knopf müssen wir wahrscheinlich doppelt belegen. Kann ich von woanders starten? Geht das? Kann ich auch von hier starten? Ah, ich kann die Startpunkte wechseln. Okay. Ich wollte mich gerade sagen, wenn ich hier starte, komme ich da nicht doppelt hin. Ich muss irgendwo starten, wo ich den Knopf schon einmal mitnehmen kann. Das heißt, wir probieren das mal so. So. Ah, nee, so komme ich nicht zurück. Okay, das funktioniert nicht. Von hier rüber gehe. So. Nee, es geht auch nicht. Geht das nur mittig? Ich kann halt die Seiten wechseln und ich muss jeden Knopf alle Löcher einmal flicken. Und ich darf die Schnur aber scheinbar auch, also ich vermute es, dass ich die Schnur nicht überkreuzen darf. Genau, muss in einer Linie sein. Also ich glaube, es geht nicht. Also ich kann nicht so machen, dann hier hochgehen. Oder? Ah, genau. Ah, okay, also ich kann kreuzen, klar, weil hier bei dem Knopf ist es ja notwendig. Aber ich kann nicht nochmal auf eine gestickte Spur. Also ich bin quasi limitiert auf die Felder, die ich hier habe. So, Moment mal. Ah, ich glaube, ich weiß, wie es geht. So, so, so. Ach so, jetzt komme ich ja wieder über Kreuz hier. Ah. Mist. Aber es war nicht schlecht. Jetzt muss ich wieder an das Undertale-Rätsel denken, wo ich mir den Alistair-Skin verdient habe. Gute alte Zeit, ja. Dass du dich da noch dran erinnerst, krass. Da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen, aber stimmt. Du hast mir damals bei Undertale echt geholfen. So, warte mal. Das war nicht so schlecht hier, was ich da gerade hatte. Vielleicht so, so, so. Ach nee. Ich muss ja den Knopf auch irgendwie mitnehmen. Okay, das geht so nicht. Der PB raidet hier einfach rein. Ich raste aus. PB, einen wunderschönen guten Abend. Wie geht's, mein Lieber? Vielen Dank für deinen Raid. Ist ein Skin wert, ja, absolut. Na, mein Lieber, was hast du denn gestreamt? Ich wusste gar nicht, dass du streamst. Beziehungsweise doch, ich wusste es, aber ich hab nicht damit gerechnet. Was erzähle ich eigentlich schon wieder? Nehmt mich nicht für voll, ne? Ich bin immer noch leicht krank. Ich bin einfach ein bisschen Banane im Kopf. Du streamst nicht ernsthaft. Stimmt. Stimmt, ich erinnere mich. Ich habe nämlich mal bei dir reingeschaut. Wo du einfach nur die Installation vom Flight Simulator hattest laufen. Du warst gar nicht da, du hast einfach nur den Flight Simulator installiert. Du hast Koromon gespielt. Oh, nice, sehr cool. Cooles Game. Prost. So, Moment, was hat Scheinrad geschrieben? Links einmal rein zum Blauen, dann rechts rüber zum Roten runter. Das Game ist ganz, ganz funny, macht mir gerade echt Laune. Ja, ist auch eine relativ schöne Pokémon-Alternative. Habe ich ja hier auf dem Kanal auch mal präsentiert. Übrigens auch im selben Zeitraum, als ich das Spiel hier präsentiert habe als Demo. Gibt es, glaube ich, sogar auch noch das VOD.
Aber ist auch. Aber Koromon spiele ich auch auf der Switch. Ja, ist ein cooles Game. So, jetzt muss ich mich mal hier ein bisschen konzentrieren. Von links zum blauen. Achso, ich weiß, was du meinst, Scheinra. Du meinst es wahrscheinlich so. Das Problem ist ja, da komme ich ja nicht hier hin. Das hatte ich ja gerade schon. Ich könnte höchstens, warte mal. Ich muss halt am Ende hier noch in die Mitte rein. Das heißt, ich darf das hier nicht überlappen. Eigentlich wäre es dann sinnvoll, wenn ich die Naht, diese hier, von, wenn ich diese Naht bis hier runter quasi in einem Rutsch machen könnte. Das heißt, ich muss diese Öffnung hier inklusive den Knopf und dem Knopf in einem Rutsch machen. Das Problem ist nur, wenn ich den Knopf mitnehme. Wartet mal. Das ist gar nicht so einfach. Starten bringt mir auch nichts. Das. Das Problem ist echt, dass ich den blauen Knopf hier, dass der mir das immer blockiert. Mein Hirn leckt gerade. Unten starten, rechten nehmen. Ganz hoch davon. Ihr seid alles Profis hier, ne? Bibi schreibt sogar easy. Moment, ganz hoch, warte mal. Unten starten. Den rechten mitnehmen. Ganz hoch. Davon nach links durch blau. Was, so? Ah, ja, na klar. Ja, der Passi wieder hier, ne? Ja, ich bin ja immer so, ich versuche immer gerne Sachen erstmal selber rauszufinden. Deswegen haltet euch mit Ratschlägen gerne ein wenig zurück. Aber grundsätzlich habe ich jetzt nichts dagegen, gerade bei solchen Rätseln hier, wenn ich da ein bisschen Hilfestellung kriege. Wir wollen ja auch ein bisschen vorwärts kommen. Deshalb habe ich gefragt. Ja, sehr gut. Alles wunderbar. Gar kein Problem. Das habe ich auch jetzt erst nochmal klar gemacht. Also es ist überhaupt nicht schlimm oder so. So, warte mal. Er hier, er steht am Rand vom Dorf. Ich muss mich kurz konzentrieren, was hier passiert. Er hat das Monster gesehen, offensichtlich. Ah, und hat sich nicht weiter getraut, in den Wald zu gehen. Wahrscheinlich, weil er eigentlich versucht hat, seinen Sohn zu retten. Was mache ich nur? Ich bin so ein Feigling. Ich muss nach ihm suchen. Oh, wir haben ihn motiviert. Oh, Lucy, was machst du hier draußen? Naja, ich war... Oh, richtig. Ich, Dummerchen. Du hattest Brot bestellt. Ich bin gleich wieder da. Wir können also mit dem Singen quasi die Gedanken der anderen beeinflussen. Spannend. Bitteschön. Immer noch warm. Du hast Brot gefunden. Nice. Okay, da haben wir schon zwei Sachen von der Liste. Ich hätte jetzt auch länger gebraucht. Ja, ich bin da auch so jemand, ich sehe sowas nicht auf den ersten Blick, aber ich knobel auch gerne. Also ich bin eigentlich ein Knobelfreund, deswegen spiele ich auch gerne Point-and-Click-Spiele. Ich bin zwar nicht immer der Schnellste, aber es macht mir Spaß. So, und hier etwas Süßes, weil du warten musstest. Ah, sehr gut, das brauchen wir für den anderen. Ich wurde von Medusa gebannt. Grund, frag nicht. Einfach Klappe halten und zuschauen. Ah.
Ich hatte mich zurückgehalten, bis der andere Vorschlag kam. Sorry, dass ich das kann ich natürlich verstehen. Beim nächsten Mal warte ich länger. Nee, alles gut. Ist gar kein Problem. Aber ich frage schon gezielt nach, wenn ich Hilfestellung brauche. Ich bin die Banshee. Oh Gott. Ich spiele aktuell das Return to Monkey Island auf dem Handy, so richtig in Erinnerung schwelgen. Habe ich nie gespielt, muss ich zugeben. Also, das hatte ich neulich schon mal erzählt. Ich bin ja eigentlich grundsätzlich ein Fan von Point-and-Click-Spielen. Das Problem ist nur, warum ich Monkey Island nie gespielt habe. Ich mag Piraten nicht. Ich finde Piraten als Thema irgendwie nicht cool. Doch, eigentlich hast du dir den Chat-Off verdient mit der Banshee. Du darfst dir selber deinen Chat aufgeben. Leute, ich bin mal ganz kurz AFK. Ich muss mal ganz kurz meinen Tee wegbringen. Bin sofort wieder da. Ja, Leute, das ist der Nachteil, wenn man so viel trinkt. Da muss man oft aufs Klo. Wie kann man Piraten nicht mögen? Ich bin aber wieder raus. Scheinra, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abend, wenn du das noch mitbekommst. Schön, dass du reingeschaut hast, auf jeden Fall. Sadness, wenn man sich das Chat-Off schon selbst verpassen muss. So, was habe ich noch verpasst? Achso, Todak, wie kann man Piraten nicht mögen? Ja, schwierig. Ich finde, es ist nicht mögen oder so, sondern ich finde die einfach thematisch nicht so spannend irgendwie. Piraten sind für mich irgendwie immer inhaltlich, ja, immer dasselbe. Ich weiß nicht, ich finde Piraten so wenig innovativ. Ich glaube, das ist mein Problem. Also die klassischen Piraten zumindest. Wiederum finde ich zum Beispiel im Steampunk und so weiter gibt es ja Luftpiraten zum Beispiel. Ich meine, das ist keine großartig innovative Idee, aber die finde ich wesentlich interessanter als normale Piraten. Ich weiß nicht warum. Ich kann es nicht erklären. Das ist aber dasselbe bei mir, wie dass ich keine Affen mag. Ich mag keine Affen. Ist einfach so. Ich habe einen Chat-Off für dich zum Thema Piraten. Wer verschenkt dir einfach Abos? Vielen lieben Dank. Ja. Hi Richard, moin. Ja, du hast vorhin in der kleinen Abo-Welle hast du auch eins abgekriegt. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Warum können Seeräuber den Flächeninhalt eines Kreises nicht berechnen? Weil sie Pi raten. Der ist alt, Todak, aber schön. Schöner alter Witz. Wie kann man Piraten nicht mögen, ist dasselbe wie mit wie man kann man Clowns nicht mögen. Ja, Piraten in Monkey Island sind nicht klassisch, ehrlich. Okay, ja, dann muss ich mir das vielleicht doch irgendwann nochmal anschauen. Ich bin auch mal im Lurk, viel Spaß euch.
kommt rein, sagt Hallo, geht wieder in Lurk. Aber vielen lieben Dank auf jeden Fall. Ich hoffe, dir geht's gut, Richard. Und viel Spaß euch beim Zocken. Ich weiß ja, dass das wieder jetzt wird wieder gesuchtet hier bei Passi und dir. Viel Erfolg. So, okay. Ich versuche mich mal wieder aufs Spiel zu konzentrieren. Ich mag den Clown Pennywise. Ja. Dankeschön. Ist die Bäckerei denn geöffnet? Nein, Lucy. Die Bäckerei bleibt den Rest des Tages geschlossen. Ich habe etwas Wichtiges vor. Auf Wiedersehen. So. Wohin gehst du? Ich gehe und suche nach Luca. Im Wald? Naja, nein, weißt du. Du und deine Mutter, ihr bereitet euch aufs Fest vor, oder? Ja. Also los, geh und hilf ihr. Sie braucht dich. Ich bin zum Fest wieder zurück. Bis bald, Lucy. Aber... Also ich meine, wir sind im Spiel zwar vorwärts gekommen, aber ob das jetzt so gut war, dass wir ihn dazu gebracht haben, jetzt in den Wald zu gehen, na, mal gucken. Clowns sind gruselig, vor denen hat man Angst. Ja, also ich finde Clowns auch eher gruselig als witzig. So, okay. Jetzt haben wir was Süßes. Das ist schon mal sehr gut. Wir haben zwei Sachen von unserer Liste und wir können jetzt hinter die Scheune. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal hinter die Scheune. Die Musik ist auf jeden Fall nicht schlecht. Wir hatten eben auch schon, also hier ist es jetzt recht generisch, aber wir hatten auch schon ein paar andere Melodien, die waren schon sehr eingängig. Also generell bin ich bisher eigentlich sehr angetan von dem Spiel. Hey Silver, schau mal hier. Ist das für mich? Ja, hier, nimm schon. Wow, danke. Luca hatte die auch immer mit. Die sind super. Hör mal, ich bin kein Spion. Komm schon, was habt ihr vor? Und warum hinter der Scheune? Was denn? Glaubst du Blue etwa? Nein, ich frag nur so. Ah, das hätte ich auch nicht von dir erwartet. Also, was habt ihr vor? Weiß nicht. Dann gib sie wieder her. Nein, nein, okay, ich sag's dir. Aber bitte erzähl niemandem davon. Wir spielen nur. Wir machen eine Mutprobe. Die anderen wollen nicht, dass uns irgendwer auf die Schliche kommt. Aber dir gefällt das sicher auch. Eine Mutprobe? Ja. Die sind so gut. Versuch mal, durch das Scheunenfenster zu klettern. Von da aus kannst du zusehen. Ich weiß nämlich auch nicht viel. Sie haben mir gesagt, dass ich hier bleiben und aufpassen soll. Aber ich will auch mitspielen. Geh einfach. Du warst niemals hier. Okay, geh mal also hier rein. Graufasertapete, schön. Ich lege mich nun aber aufs Bett. Morgen wieder früh raus. Aufs Sofa, aufs Bett. Ja gut, Pibi, dann hab noch einen schönen Abend. Schlaf gut. Schön, dass du noch reingeschaut hast. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Das sieht wie ein Essensvorrat für die kommende Jahreszeit aus. Stroh sieht weich und bequem aus. Da möchte man sich gleich reinlegen. Aber in diese Falle tappe ich nicht. Ich weiß, dass es kratzig ist. Die gute Bini verschwindet in Lurk. Alles klar. Dann genießt den Lurk. Ein Käseleib. Balancierend auf einem Holzbrett. Hey, das ist für Akrobaten, nicht für Mäuse. Okay, was jetzt? Ach, von hier aus kann ich jetzt schauen, was die machen. Ach so. Okay, das ist aber cool. Sie spielen mit einem Wagen. Das macht bestimmt Spaß. Und ist sicher gefährlich. Irgendwas stimmt nicht mit den Rädern am Wagen. Sie sehen seltsam aus. Ach, das ist ja witzig gemacht. Warte mal, etwas stimmt nicht an den Rädern? Wer ist er denn hier eigentlich? Raven und Black. Vorher Red bei etwas Gefährlichem an. Nichts Neues also. Okay, ich finde die Namensgebung interessant. Warum haben die Jungs denn alle Namen von Farben?
Wollte ich gerade sagen, sofern man nicht was dazwischen legt, ist Stroh echt nicht bequem. Ja, das ist wirklich so. Also, Stroh ist nicht so toll. Bei Heu würde ich vielleicht mitgehen. Heu ist was anderes, aber Stroh? So, warte mal. Bei du bist fertig, nichts Neues. Also, okay. Ich finde jetzt nicht, dass die beiden aussehen, als würden sie was anfeuern. Das eine Rad ist farblich anders. Ja, genau. Das habe ich auch gesehen, aber... Naja. Naja, sieht ganz weich aus. Aber dann ist man über und über mit Stroh bedeckt und es piekst. Aber Red mag Nervenkitzel. Davon lässt er sich nicht aufhalten. Was soll ich tun, ist die Frage. Ach so, warte mal. Aha, lieber nicht. Ich möchte nicht, dass sie mich bemerken. Okay, bei ihnen geht das gerade nicht. Kann ich das bei ihnen machen? Ach nee, das ganze Areal blockiert. Okay. Stimmt, die Menschen sehen ein bisschen aus wie bei Coraline. Ja, das ist richtig. Ach, Coraline ist auch so ein großartiger Film. Ich muss bestimmt irgendwas mit diesem Wagen machen. Aber ich kann es mir nicht ansehen. Reds Landebahn. Das ist eine selbstgebaute Rampe aus Holzbrettern. Die Bretter liegen auf den Blechdosen. Das wirkt nicht besonders stabil. Gut, vielleicht können wir jetzt erstmal, wir haben jetzt gesehen, was los ist, vielleicht können wir jetzt erstmal mit Blue reden. Wo ich so drüber nachdenke, sahen diese Wagenräder wirklich aus wie... Ach, die verschwundenen Türknäufe. Diese kleinen Störenfriede, wegen ihnen kommt Olivia nicht ins Haus. Ich muss einen Weg finden, sie zurückzubekommen. Oder vielleicht sollte ich Olivia davon erzählen? Die anderen werden mich danach sicherlich hassen. Wir finden bestimmt einen anderen Weg. Ich will die nicht verpetzen eigentlich. Vielleicht kann mir Blue helfen, die irgendwie zurückzukommen. Aber dass sie die Türknäufe als Räder verwenden, muss ich gestehen, da wäre ich nicht drauf gekommen. Danke, dass du den Ball zurückgeholt hast, Lucy. Ich wusste nicht, was ich noch tun sollte. Ach, wir können ihm nicht... Können wir ihm nicht erzählen, was wir rausgefunden haben? Ach, schaut mal hier. Wir haben 4 Lieder. Okay, was ist das jetzt? Die Stickersammlung. Was mache ich damit? Macht sie die selber, die Sticker? Sieht fast ein bisschen so aus. Okay, hätten wir dann doch das vielleicht Olivia sagen sollen? Ja gut, wenn man das wählen kann, muss es ja einen Grund geben. Vielleicht kann ich nochmal mit ihm reden. Lecker. Ich wünschte, ich hätte noch eins. Nicht hier lang, Lucy. Dann wissen sie, dass ich dich durchgelassen habe. Vielleicht rede ich doch nochmal mit der Mutter. Aber es fängt doch noch recht ruhig an, das Spiel. Ich hatte eigentlich erwartet, nachdem ich damals die Demo gespielt habe, das Ende war ja sehr abrupt, dass es dann vom Tempo her mehr anzieht. Aber gerade ist es ruhig noch sehr entspannt. Bin mal gespannt, wie sich das noch entwickelt. Ich muss einen Weg finden, ins Haus zu gelangen. Ich wollte dir etwas sagen. Wir können es immer noch sagen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich sie verpetzen soll oder nicht. Bin unentschlossen. Es gibt bestimmt einen anderen Weg. Do it! Spaß. Jetzt schreibst du Spaß. Ich wollte gerade wirklich, ja? Nein, doch nicht. Okay. Gut, dann müssen wir was anderes rausfinden. Irgendeinen anderen Weg finden, da reinzukommen. Hier ist übrigens Wasser, ne? Damit wir das nochmal geklärt haben.
Der Bauer nörgelt ständig an uns rum. Er verdient jeden einzelnen Streich, den wir ihm spielen. Ich wollte kurz trollen. Ja, dann geh mal Zähne putzen, mach das. Was ist denn hier eigentlich? Was ist hier? Hier ist Efeu, vielleicht auch relevant. Sunnys Mutter hat Kletterranken an einer Seite des Hauses gepflanzt. Das ist eine tolle Idee. Das würde ich bei uns auch gerne machen, aber dann müsste ich mich selbst darum kümmern. Ja, wie das halt so ist, ne? Was ist hier eigentlich? Kann ich den Eimer? Stimmt, wir haben auch den Eimer noch. Das habe ich ja komplett ignoriert die ganze Zeit. Na bitte. Du hast etwas Wasser gefunden. Ach so, für die Liste. Wasser, Pilze, Brot. Wir brauchen nur noch Gemüse. Und dafür muss ich in den Garten von Olivia. Mist. Ich finde allein die Augen ohne Pupillen schon gruselig. Das wäre echt nichts für mich zum selber spielen. Echt. Krass, okay. Ja, es hat schon einen sehr eigenen Stil. Aber ich mag das. Ich liebe es, wenn Dinge vermeintlich harmlos daherkommen und dann aber sowas Schauriges an sich haben. Ich mag das total. Deswegen liebe ich zum Beispiel auch den Coraline-Film. Ich finde den absolut großartig. Wahrscheinlich spricht mich auch das Spiel deswegen so sehr an. Mal gucken, was noch so kommt. Ne? Wir spielen ja hier gerade wirklich noch sehr am Anfang. Ah, wartet mal. Wir können ja mit Sunny sprechen. Die wollte doch wissen, was die hinterm Hof machen. Und? Hast du etwas herausfinden können? Oh ja, es gibt keinen Grund zur Sorge. Sie machen nichts Gefährliches. Sie sind einfach nur dumm. Schön. Warum? Ich erzähle es dir später auf dem Fest. Jetzt muss ich erstmal einen Türknauf finden. Okay. Einen Türknauf finden. Was ist das denn hier? Der Tischler baut ein neues Instrument. Ich frage mich, wie es wohl klingt. Das arme Huhn. Naja. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Mamas Leier ist viel besser. Wer will denn schon so etwas überhaupt? Aber ein neuer Sticker, okay. An sich ist das Zeichenstil klasse, bis auf die Augen. Okay. Was könnten wir denn finden oder nutzen, was vielleicht irgendwie wie ein Türknauf ist? Was ist hiermit? Dieses Grümpel liegt hier schon seit sie aufgehört haben, am Blumenbeet zu arbeiten. Ich glaube, damit werden sie nie fertig. Ich nenne es die Schrottrennstrecke. Meine Nase ist schon wieder ganz schön zu. Das nervt mich gerade ein bisschen. Vielleicht kann ich hier hinten noch irgendwas finden. Ich möchte nicht mehr dorthin gehen. Okay. Dann nicht. Kann ich vielleicht noch irgendwas mit der Schleuder machen? Ich meine, wir haben sie ja noch. Das heißt ja, wir müssen vielleicht irgendwas mit der Schleuder noch tun. Vielleicht kann ich die irgendwie ablenken. Hier hochklettern kann ich nicht. Nehme ich an. Sieht nicht so aus. Kombinieren. Oh, wie gemein.
Ah, jetzt geht bestimmt das Ding kaputt. Ja, okay. Hoffentlich hat er sich nichts getan. Oh, die Schleuder ist kaputt. Ha, ich bin gut. Okay, die Schleuder war es tatsächlich. Da saßen zwei Hühner auf dem Dach. Ja, die habe ich auch schon gesehen. Ich glaube, ich werde Mama nichts davon erzählen. Ich sollte nach Red sehen. Ist alles okay, Red? Hey Leute, wie geht's? Ich meine, was macht ihr so? Naja, nichts, Lucy. Hi. Nichts. Nein, gar nichts. Genau, nichts. Kommt schon. Okay. Du hast einen Knauf gefunden. Also die sind scheinbar sowieso schon nicht so dolle auf uns zu sprechen. Von daher war es vielleicht ganz gut, dass wir das mit der Variante gelöst haben. Hätte ich jetzt vielleicht das bei der Mutter verpetzt, vielleicht wäre das nicht so gut ausgegangen. Also gut, ich habe einen. Das hat sich ja viel Arbeit gemacht. Ich dachte, hier wäre es gefährlich. Aber ich kann nichts entdecken, das fehl am Platz ist. Oh. Trotzdem, hier gefällt es mir nicht. Kann ich nicht? Ich würde mich eigentlich hier gerne nochmal umsehen. Vielleicht gibt es hier noch irgendwas. Nee, sie geht jetzt wahrscheinlich. Was ist hier passiert? Du hast einen Sticker gefunden. Ach, hier sind Krallen. Das ist mir gar nicht aufgefallen eben. Moment. Nee, warte mal. Das ist doch gerade hier gerade erst kaputt gegangen, oder? Das war doch eben noch nicht kaputt. Hier hat irgendwas getobt. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Ja, schön Himmel und Hölle gespielt. Ja, hier oben sind es die Hühner, die kackern auch. Die Kiste sah eben anders aus. Ja, sag ich doch. Es war was anderes, ich bin mir auch sicher. Okay, sehr gut. Wir haben den Türknauf. Das heißt, wir kriegen jetzt unser Gemüse. Und damit haben wir den Einkauf für Mama abgeschlossen. Ah, warte mal. Das habe ich auch noch gar nicht gemacht. Oh, Miezen! Sie hat hungrige Katzen zu Hause. Let's go, rein da. Oh, großartig. Du hast den Türknauf gefunden. Warte hier, ich hole das Gemüse für deine Mutter. Hier, frisches Gemüse für meine kleine Lucy. Ich habe dir als Dank eine Kleinigkeit hinzugetan. Du hast mir aus einem ziemlichen Schlamassel geholfen. So, Gemüse erhalten und was noch? Grüß deine Mutter von mir. Okay, das wäre erledigt. Jetzt sollte ich nach Hause gehen. Mama wartet sich ja schon. Du hast einen Einkaufsbeutel erhalten. Okay. Was macht sie da jetzt? Das war wirklich nett von dir, Lucy. Vielen Dank nochmal. Einkaufsbeutel. Okay, wir kommen da auch jetzt gerade nicht mehr ran. Schön, okay. Huch, warum läuft sie jetzt so langsam? Ist sie hier schon die ganze Zeit so langsam gelaufen? Ja, ist mit meiner Maus. Meine Maus will gerade nicht. Okay, jetzt. Ja, die geht auch langsam in die Binsen. Meine Maus ist alt. So. Mutti, ich habe den Einkauf für dich. Bitte sehr. Du hast alles bekommen? Perfekt. Ich bin fast fertig.
Sollen wir alles für später vorbereiten? Ja. Oh, wer sind die beiden denn? Die haben wir auch noch. Oh, hier sind einige Leute, die wir noch nicht kennengelernt haben. Ah, da ist der Junge mit dieser Fashion-Frisur. Der sich über Blue lustig gemacht hat. Hier, Lucy. Verteile ein paar dieser Sandwiches. Wenn du damit fertig bist, kannst du mit deinen Freunden spielen. Ah, wir haben dieses Mal Sandwiches gemacht. Oh, hätte ich jetzt auch Bock drauf. So ein geiles, oh, so ein leckeres, frisches Sandwich. Mist, jetzt habe ich Hunger. Ah. Okay, Mama. Du hast ein paar Sandwiches erhalten. Aber was ist denn jetzt mit dieser Dreingabe, die wir bekommen haben? 5 Stück? Junge. Da war ein Hundi. Wo? Ach da, tatsächlich. Er schläft tief und fest. Als er noch klein war, hat es mehr Spaß gemacht, mit ihm zu spielen. Ja gut, er ist wahrscheinlich schon ein alter Hund. Da kriegt instant der Hunger. Ja, es ist wirklich so. Ich krieg auch direkt Hunger. Okay, der redet nicht mit uns. Wer ist sie hier? Sie sieht irgendwie aus wie Lucy in alt. Niemand in dieser Stadt hält sich mehr an die Regeln. Deswegen verschwinden all diese Leute. Verruchte Jugend. Das Einkaufstuch? Ach so, du meinst, dass das Einkaufstuch die Dreingabe war? Das kann natürlich sein, ja. Hab ich auch kurz gedacht, aber ich dachte mir, vielleicht gibt es was anderes noch. Leckerer Käse. Frischer Käse, gereifter Käse, blauer Käse. Oh super, wir haben, oh Gott. Wir haben 5 Sandwiches und hier sind 6 Kinder. Ja, Prost Mahlzeit. Okay. Müssen wir wirklich jedes Jahr Gruselgeschichten erzählen? So, wer ist er hier? Das riecht so lecker. Ich habe solchen Hunger. Endlich ist es Abend. Ich habe Mama den ganzen Nachmittag beim Kochen geholfen. Du bist wirklich gut im Kochen, oder? Ich mag es nicht sonderlich, aber ich muss ihr oft helfen. Willst du mir irgendwann etwas kochen? Naja, ja. Dir würde ich einen Kuchen backen. Super, ich kann es kaum erwarten. Okay. Wow, Lucy, die sehen lecker aus. Kann ich eins haben? Nein, die sind für die Erwachsenen. Ich komme spielen, sobald ich hier fertig bin. Okay, bis später. Ach so. Wir sollen das an die Erwachsenen verteilen. Mit mir sind sogar 7 Kinder, ja. Aber jetzt hat sich ja das Rätsel geklärt. Red sieht aus, als hätte er dieses Jahr eine gute. Ich möchte seine Geschichte hören. Eine gute? Ach so, eine Gruselgeschichte. Ah, okay. Wir warten nur auf dich. Ja, ich weiß, ich weiß. Ich beeil mich. Okay, okay, okay. Die warten schon auf uns. Let's go. Du bekommst ein Sandwich. Möchtest du ein Sandwich? Oh nein, nein. Ich muss vorsichtig sein, was ich esse. Oder ich bekomme Sodbrennen. Trotzdem vielen Dank, mein Liebes. Ich verstehe. Okay. Also, war ich den ganzen Tag aus meinem eigenen Haus ausgesperrt. Oh je. Ich bin so froh, dass Lucy ihn gefunden hat. Ich hätte es sonst nie rechtzeitig zum Fest geschafft. Möchtet ihr ein Sandwich? Du meine Güte, vielen Dank. Okay, habe ich jetzt beiden eins gegeben? Teilen sie sich eins, oder? Was ist mit euch hier? Er ist nicht aufgetaucht, oder? Na, er muss immer noch an seinem Keller zugange sein. Nicht einmal sein Laden war heute geöffnet. Ich weiß ganz genau, dass das Herbstfest die wichtigste Feier des Jahres ist. Achso, er weiß es genau. Dass er heute geschlossen hat, hat uns das Leben ganz schön schwer gemacht. Ich glaube, wir sollten uns nach einem neuen Bäcker umsehen. Das wäre wohl das Beste. Entschuldigung, möchtet ihr ein Sandwich? Ja, Lucy, dankeschön. Okay. Aber nur er. Er wollte auch scheinbar keins.
Wir sollen sie einfach nur an die Erwachsenen verteilen, offensichtlich. So, was ist denn hier mit Omi und Oppi? Die wollen doch bestimmt beide eins hier. Kommt. Entschuldigung, wollt ihr ein Sandwich? Schau mal, das ist die Tochter von Eloise. Noch jemand, der keinen Deut auf die Regeln gibt und die Zeit mit Gesang verschwendet. Kindchen, du solltest mehr auf deinen Vater hören. Der weiß, wovon er redet. Glücklicherweise gibt es immer noch Ehemänner wie ihn. Diese Frau weiß doch gar nicht, was Respekt ist. Okay. Wir regieren mal. Respekt? Ihr seid hier diejenigen, die unhöflich sind. Wagt es ja nicht so, über meine Mama zu reden. Oder ich werde... Lucy, Liebes. Es gibt noch andere, die Sandwiches haben wollen, mein Schatz. Ich kümmere mich schon darum. Aber Mama... Es ist alles in Ordnung, Liebling. Jetzt geh schon. Okay. Diese alten Knacker haben die Sandwiches gar nicht verdient. Okay, erstmal hier ein bisschen Krawall gemacht. Schön. Der Bäcker ist futsch wahrscheinlich, ja? Die Besorgnis habe ich auch tatsächlich. So, hier der alte Mann, der will doch bestimmt auch eins. Entschuldigung, möchtest du ein Sandwich? Okay, er lässt das unkommentiert, aber er nimmt eins. Ah, doch. Ah, dankeschön. Okay, eins noch. Wen könnten wir denn noch eins geben? Hier vielleicht? Ah, hier ist die verrückte Oma. Ja, let's go. Nee? Ach, mit ihr können wir nicht? Okay. Was machst du da? Ich stelle meine geschnitzten Kürbisse aus. Aber die sind alle krumm und schief und hässlich. Niemand will sie sich von Namen ansehen oder gar kaufen. Dann tun sie genau das, was sie sollen. aber ich habe sie von nahen angeschaut. Deswegen ja. Okay, die Dame ist wirklich ein bisschen wirr. Was ist mit dir, Lady? Ist ins Gespräch vertieft. Die will auch kein Sandwich. Nee. Kann ich meinem Dad ein Sandwich geben? Nee. Hä, wer fehlt denn noch? Da komme ich auch nicht hin. Ach, ist das für mich? Warte mal, kann ich mir das selber? Nee. Und wenn ich ihm das gebe? Er hat doch gefragt. Nee, okay. Oh, okay. Er hätte ja sein können, dass wir dem was geben können jetzt, wo die anderen nicht mehr wollen. Aber hä, wer fehlt denn noch? Hier kann ich auch nicht weiter. Nee. Ich rede mal mit meinem Dad. Ich liebe das Öl vom Bauern. Davon lege ich mir einen Vorrat an. Du magst es auch, oder Lucy? Klar. Für mich schmeckt das alles gleich. Ah, nein, ganz und gar nicht. Ich werde es dir beweisen. Damit koche ich etwas Tolles, wart's nur ab. Alles um Küche hier. Der Hund? Oh, das könnte es sein, ja. Tatsächlich. Tatsächlich, cool. Ich habe hier etwas für dich. Schlaf schön. Du hast deinen Sticker gefunden. Ja, nice, okay. Ein Welpensticker haben wir gefunden. So, jetzt reden wir mit Mama. Perfekt, Lucy. Jetzt kannst du mit deinen Freunden spielen gehen. Let's go. Und wenn man genau hinhört, kann man das Monster, das im Brunnen haust, noch immer gurgeln hören. Das ist bestimmt nur dein Magen. Es gibt gar kein Monster. Hör auf, Red. Mir hat es Angst eingejagt. Wenn du so mutig bist, erzähl du uns doch eine Geschichte. Oh ja, ich kenne die beste Geschichte. Aber erst möchte ich eine von den Mädchen hören. Komm schon, Raven, du bist dran. Mir fällt keine ein. Ich habe Besseres zu tun, als mir Geschichten auszudenken. Sunny, was ist mit dir? Aber Gruselgeschichten sind gruselig? Okay, ich weiß eine. Oh, interessant, lass hören. Psst, Dankeschön, Lucy.
Also gut. Die Geschichte handelt vom rothaarigen Timmy. Vor langer Zeit, lang bevor wir auf der Welt waren, lebte ein Kind namens Timmy in der Stadt. Es war ein rothaariger kleiner Unruhestifter. Es machte ihm großen Spaß, andere zu ärgern und Verstecken zu spielen, Schuhe verstecken, Maiskolben stehlen. Ich mag keine Gruselgeschichten mehr. Ich war einmal zu viel im Zeltlager. Ich war auch nicht so der Fan von Gruselgeschichten tatsächlich. Aber auch nur, wenn es darum ging, irgendwie halt in solchen Situationen wie hier jetzt Gruselgeschichten zu erzählen. Das war nie so meins. Aber ich mag grundsätzlich schon gruselige Erzählungen oder Märchen oder Geschichten. Märchen ist vielleicht das falsche Wort. Mag ich schon sehr. Deswegen bin ich zum Beispiel so ein Fan von Coraline. So, was nehmen wir denn? Der rothaarige kleine Unruhestifter. Maiskolben stehlen, Schuhe verstecken, Verstecken spielen. Ich finde Schuhe witzig, ja. Ja, genau, Schuhe klingt lustig. Ja, das mit den Schuhen. Die Schuhe der Leute zu verstecken. Auf dem Friedhof, beim Schuhmacher, auf dem Feld des Bauern. Beim Schuhmacher klingt irgendwie witzig. Schuhe beim Schuhmacher verstecken klingt irgendwie unfassbar genial. Auf dem Feld des Bauern, auf dem Friedhof. Ne, wir nehmen beim Schuhmacher. Ich finde das witzig. Und das noch dazu beim Schuhmacher. Hey, keine Schuhmacherwitze. Eines Tages hatte der Schuhmacher genug von Timmys Streichen und entschied... Oh, okay. Eine Bärenfalle? What? Junge, was ist das hier für ein Plot-Twist? Eine Bärenfalle aufzustellen. Das ergibt gar keinen Sinn. Ich glaube, ich habe da etwas verwechselt. Nochmal von vorn. Vor langer Zeit, lange bevor wir auf der Welt waren, lebte ein Kind namens Timmy in der Stadt. Okay, wir müssen nochmal. Schuhe verstecken beim Schuhmacher. Eine Vogelscheuche? Eine Bananenschale? Komm, wir nehmen einfach die Bananenschale. Eine Bananenschale am Eingang zu platzieren. Am darauffolgenden Tag schlich sich Timmy wie immer in den Laden des Schuhmachers und trat unbemerkt auf die Bananenschale. Wumms! Timmy rutschte aus und brach sich den Kopf. What? Und sein Gehirn war überall verteilt. Wie ekelhaft! Das war überhaupt nicht gruselig. Kommt schon, jetzt bin ich dran. Habt ihr jemals die wahre Geschichte vom Wald gehört? Ich wette, ihr wisst nicht alles darüber. Ja, direkt der Kopf kaputt. Ein bisschen extreme Bananenschale hier. Und du schon? Oh, vertrau mir. Ich hab meine Quellen. Ich habe gehört, dass die Leute, die von dem Monster geholt werden, in den Wald verschleppt werden, in die Dunkelheit, wo man sie wochenlang foltert. Man reißt sie in Stücke, und zwar ganz langsam. Erst werden die Augen gefressen, dann die Fingernägel, dann die Zehen. Zehen? Ja, und die Finger auch, einen nach dem anderen. Zum Schluss kommt der beste Teil. Gehirn! Okay. Red, nicht so laut! Ich... Red, du weißt, dass es verboten ist zu schreien. Geh nach Hause, sofort! Er muss es immer übertreiben. Wo ist Blue? Blue. Zombie-Noises, ja, ja. Wenn Mario Kart anders hittet, was? Seht ihr? Jetzt weint Blue. Sein Onkel ist vor einiger Zeit im Wald verschwunden. Red redet immer zu viel. Oh, oh.
Ist dein Onkel der Bäcker oder wie? Ach, die Banane. Ach so, ja, stimmt. Deswegen Mario Kart.